herzlich willkommen, YouTube bei Augenkommander Krieger, und herzlich willkommen zu diesem Freundschaftsspiel Manchester United gegen Juventus Turin. Mim Niggas. Ja, moin. Wir spielen die FIFA 18 Demo. Über SharePlay auf der PS4. Und gucken mal, was uns hier so erwartet. Wir haben jetzt zwei, drei Spiele gemacht. Ich kann ja mal spoilern, wer gewonnen hat hier. Nein, machen wir nicht, machen wir nicht. So, die FIFA 18 Demo. Bald ist es soweit, bald kommt FIFA 18 raus. Und Niggas, wie denkst du bisher über FIFA? Ja, ist halt eine Demo, kannst du noch nicht viel sagen, ne? Ich hab Bock auf jeden Fall. So, das, was mich an der Demo halt am meisten stört, dass der nicht drin war, erster Punkt. Achso, ja gut, Corner ist halt okay. Ah ja, er hat Buffon im Tor, muss man dazu sagen. Ja, ja. Das merkt man natürlich jetzt auch hier. Aber es ist egal, Junge! Direkt das erste Ding! Direkt das erste Ding hier reingeklitscht. Es ist halt eine Demo. Und diese Demo beschreibt das Spiel, wie FIFA 18 ist, aber nicht wie FIFA 18 Ultimate Team ist. FIFA 18 Ultimate Team ist natürlich ein bisschen schneller, ist ein bisschen dynamischer. Warum ist da Real Madrid als Werbung? Weil wir im Central Achso. Dingsbums Bernabeu spielen. Thiago Bernabeu. Schöne Ding. Und ich muss sagen, ich finde jetzt schon die Wiederholungen sehr, sehr geil. Ich finde jetzt schon die Wiederholung wesentlich besser. Aber ich frage mich halt, ob sie wirklich in Ultimate Team auch so sein werden, wenn du halt online gegeneinander spielst, weißt du? Das ist auch die Sache. Das ist auch die Sache. So, es gibt ja jetzt diese Ikonen. Ich muss sagen, ich brauche sie nicht. Auch wenn ich da viel Geld reinhaue. Aber, man hat behauptet, das Verteidigen wäre schwerer. Ich meine, natürlich muss man sich neu umgewöhnen. Man muss dieses Spiel jetzt erstmal wieder neu erlernen. Und, oh, Lukaku. Das war crazy. Man muss das Spiel halt wieder neu erlernen. Man muss wieder gucken, wie kommt man zum Schuss. Wie sind so, ich sag mal, die Algorithmen, um Tore zu schießen. Und wenn man das dann einmal so ein bisschen raus hat, es haben schon ein paar Leute geschrieben, Longshots sind OP, Schlenzer sind OP, die Torhüter sind schlecht. Longshots? Und. Bei dir, Niggas, ist glaube ich nichts OP. Fresse. Riss einfach das Tor. Ach ja. Und man muss sich halt auch vorstellen, so ein Torhüter ist auch nur eine 1 und eine 0 in diesem Spiel, die irgendwie programmiert ist und die irgendwie reagiert, etc. Trotzdem finde ich es immer wieder krass, wie es beim Ultimate Team ist, dass zum Beispiel so ein Butland so dermaßen ja, krass abgeht, sage ich mal. Obwohl er von den Werten her schlechter ist als manch anderer Keeper. Ich feiere diese einzelnen Anstöße. Ja, aber das ist auch nur so, weiß ich nicht. Das ist so eine Kleinigkeit, die ich mag. Ich hoffe, dass die das bei den Freistößen mit haben, mit dem Freistoßplay. Das würde ich feiern. Das finde ich cool. Gepennt. Du hast gepennt? Ja, ein bisschen gepennt gerade. Oh Mann, ey, ich komme gerade hier gar nicht rein. Na, zumindest ist der Torhüter da. Das De Gea. Hauptsache Abona. Ach Gott, nein. Oh, ich wollte. Wuhu! Huch. Sau, danke. Miralem Pjanic. Dybala. Cuadrado. Cuadrado.
Wird natürlich auch wieder die Leute geben, die sagen, das FIFA sieht aus wie jedes Jahr. Mit Fußball. Willst du, du kannst ja kein Spiel neu erfinden. Eben, genau. Nein. Okay. Da kam Flugkopfball. Ich weiß nicht, ob das Flugkopfball oder eine Rabona hätte werden sollen. Scorpion Kick, ne? Ja, so sowas meine ich. Leicht verschätzt. Ja, fuck. Gut. Gab ein bisschen Scheiße. Aber nur ein bisschen. Gab ein bisschen Gacke. Du kannst da hinten dich irgendwie auf den Zaun stellen, hinterm Tor aber. Also nicht direkt hinterm Tor, sondern so halb links auf dem Tor. Das sieht cool aus. So Jubelanimationen gibt es hier auch ein paar gut neue. Da muss man auch sagen, glaub, da bin ich noch recht dankbar drüber, dass EA diese Marktlücke noch nicht gesehen hat. Und zwar Jubel so Kisten, wa? In den Packs Pack einbaut. Ja, ja. Dann gibt es so richtig krasse Jubel, die einen so richtig abfucken, weißt du? Hoppala. Kam der wirklich von dir? Ja. Auf jeden Fall sieht man schon mal, die Rasenabnutzung ist anders. Dann setz dich durch. Da. Die Fans, die sind bisschen verfeinert. Also hier. Okay. Was ich schade finde, zumindest kommt es noch nicht so rüber, dieses Fangesänge. Ja. Könnten, da bin ich mal gespannt. Könnten viel, viel intensiver sein. Und da hoffe ich auch, dass man. Das wäre auch was, was man auch dann in Ultimate Team einbauen könnte, ne? Du kriegst halt einen Fangesang. Ja. Ist doch wieder cool, wenn man. Wie früher einfach so von einem USB-Stick oder so eigene Tormusik hinzufügen kann. Ging das mal? Ja, das ging mal. Hey! Ja, was? Das ist ein Elfer! Ach, Elfer. Ref! Geh hin da, Mann! Ich krieg den Pisser nicht! Mann. Ja. Gibt's ihm nur ein Headbutt, ey. Oh. Ja, schau, ohne Witz! Mann, ey! Ah. Den Higuain, Mann. Was ist das für ein Pass? Find ich sehr in die Hacke rein. Es ist sehr gut gespielt. Du kriegst gerade ordentlich auf den Sack, ne? Digga, möchtest du dich mal ein bisschen anstrengen? Ich hab kein Fußballgold, ja. Kein Bra. Das ist halt 5 FPS nur, ne? Ne, ich hab kein Bra. Das ist auch voll da! Von dem... Gib her. Oh! Jukic kommt rein, jetzt Kopf für Monster. Was ist bei dir? Okay. Ja. Well, this is where managers really earn their money. In a losing situation, they've got to make a substitution. Got to get it right, really, to have any chance of getting anything from the match. Nein. Well, they're in a good position here. And he's got to get it away now. Stark zurückgespielt. Neatly intercepted. Oh. Ja, man muss halt sagen, Buffon ist halt auch ein Schwein, ne? Ja, das wäre ja auch eine richtige Ratte. F. F am Arsch. Wenn ich das noch drehe, dann wird das FIFA gut. Weiß ich nicht mehr. Will ich dir alle deine Spieler kaputt vorher?
Nein. Boah, du Bastard! Jawohl. Gut verteidigt, ja. Durch. Mein Gott, lupf doch vernünftig und nicht so eine halb hohe Kacke, Alter. Wie weit? Die werfen bis zum Mond, die Torhüter. Rot den Karton! Was für rot? Das ist so dreckig, das ist so ranzgelb. Das ist knallhart von hinten weggewichst. Da hat ja mal mit in der Verteidigung tun nochmal. Locker easy. Nein. Was denn, Mann? Was denn, was denn, hä? Du, das kostet auch mal raus, ja, das ist ja voll kacke heute. Ich sehe das, was du da machst, ne? Ist ja gut. Oh. Richtig ranzig. Oh, Mandzukic, was bist du denn für ein Kopfballmonster? For passing sake, either they've made inroads into the enemy territory. Cuadrado. 2 minutes of added time. It's Mandzukic. Marquisio's letting the shot go. Difficult score. Good effort. Yeah. Lächerlich, Mann. Was denn, ne? Ja, so ruhig hier. Ja. Das wird kein gutes FIFA, ja, weil das Spiel hast du nicht gedreht. Ich finde das super hier, ey. In from Mkhitaryan. Only partially away from danger. Lächerliche Scheiße hier, Mann. Jawohl. Lächerliche Kacke ficken, ja, ey. Gut Schuss, ne? Ja, gut Schuss. Oh. Wird eine der wenigen Siege sein, die auf diesem Kanal hochgeladen werden von Niggas. Weil sie die einzigen sind. In dem Sinne, gut Schuss. Tschüss.